Hi, ich bin Jasmin und vor einem Jahr habe ich mein erstes Buch Geschichten aus dem Herz veröffentlicht. Und anlässlich zum ersten Geburtstag habe ich eine Geburtstagsedition rausgebracht. Ja, überarbeitet mit Fotos und zwei Zusatzkapiteln. Und in diesem Video möchte ich euch gerne das Hauptmärchen Flamenco vorlesen, beziehungsweise füge ich euch einen Clip von meiner Buchparty ein. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es. Und alle Links findet ihr in der Infobox und auf meinem Blog gibt es noch mehr Leseproben oder eine Leseprobe. Und ja, folgt mir auch gerne auf Instagram für mehr coole Fotos und Behind-the-Scenes-Stories über die Geschichten in meinem Buch. Flamenco ist eine Philosophie, eine Denkweise und ein Gefühl eines ganzen Volkes und seiner historischen Tradition. Manolo Sanlúcar. Flamenco. Es war einmal eine reisende Katze, die eine alte, mittelalterliche Stadt in Südspanien besuchte. Sie erkundete diese Stadt etwa eine Woche lang, als sie ihn an einem Samstag traf. Er hatte lange Haare und trug schwarze Kleidung. Er hatte ein strahlendes Lächeln und eine jugendliche Energie. Er erzählte ihr die Geschichte der Frauen in der mittelalterlichen Stadt und sie hörte fasziniert und erstaunt zu. Sie sprachen auch über ihr Leben, Beruf, Familie, Interessen und vieles mehr. Sie schauten sich in die Augen und spürten eine natürliche Anziehung, ein warmes Gefühl. Als sie sich auf eine Bank setzten, war sie ihm sehr nah. Später wurde ihr klar, dass es keine Distanz zwischen ihnen gab, wie normalerweise zwischen Fremden. Sie landeten in einer Dachterrassenbar, tranken Bier und redeten stundenlang. Er zeigte ihr das Nachtleben und erzählte ihr von seiner Leidenschaft, Flamenco. Er war Tänzer und seine Geschichte war die gleiche wie die Billy Elliots. Die Katze kannte Billy nicht, aber sie liebte alle Arten von Tänzen, mit allem, was dazugehört. Den Kampf, den Schmerz, den Erfolg, die Inspiration, Verzweiflung. Denn auch sie war eine Tänzerin mit einem magischen Hula-Hoop. Zusammen mit diesem reiste sie durch die Welt auf der Suche nach Geschichten, die sie erzählen konnte. Meistens musste sie die nicht nach ihnen suchen, stellte sie fest. Denn die Geschichten kamen zu ihr, in Form der Menschen, die sie traf. Alles begann vor langer Zeit in einem früheren Leben, als sich die Gitanos in El Morapio in Triana, Sevilla, trafen. Es war ein Treffpunkt für Menschen, die ausgestoßen worden waren. Jeden Freitag im Morgengrauen trafen sie sich dort. Als die Hoffnung schwand, erinnerten sie sich an ihre Kindheit und an die berühmten Namen von Gitarristen, Tänzern, El Cante. Sie kamen hierher, wenn es in Triana ein Gerücht über Rhythmus, Gefühl und Fiesta gab und feierten dort auch ihr jährliches Treffen. So lernten sie sich kennen. Sie war ein junges Mädchen mit langen schwarzen Haaren und er war ein junger Mann mit langen schwarzen Haaren. Er gehörte zu einer berühmten Gitano-Familie. Sie war eine Payo. Ein geheimnisvolles Payo-Mädchen, das wie eine Gitana aussah, aber ganz sicher keine war. Niemand wusste, woher sie kam, aber plötzlich war sie da und wurde von einer netten Familie adoptiert. Doch die anderen Familien waren davon nicht begeistert und besonders bei der jährlichen Versammlung spürte sie das. Der Junge bemerkte das auch und mit jedem Jahr, in dem er sie heimlich beobachtete, litt er mit ihr. Er hätte gerne mit ihr gesprochen und ihr zur Seite gestanden, doch er war ein schüchterner Junge und wollte keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn er mit ihr gesprochen hätte, wäre außerdem seine Familie nicht einverstanden damit. So blieb es still, bis zu dem Tag, an dem der Geschichtenerzähler alle zum 100. Mal daran erinnerte, wie stolz sie auf ihre Tradition sein sollten. Die Kultur, das Leben, und vor allem auf Flamenco, der damals noch nicht einmal so genannt wurde. Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts erhielt die Kunst, die ihren Wurzeln in Andalusien hat, ihren Namen. Er erzählte auch, dass die Gitanos
von der Inquisition zunächst ignoriert wurden, weil man sie nicht für eine große Bedrohung hielt. Aber nach der Reconquista setzten die katholischen Könige die ersten Gesetze durch, die die Gitanos in der Folgezeit zu einer Gefahr für die Menschen machten. Fast 300 Jahre lang versuchten sie, ihre Lebensweise und ihre Bräuche auszurotten. Der Geschichtenerzähler erzählte noch viele andere spannende Geschichten, die der Junge normalerweise liebte, aber dieses Mal nicht. Heute war es ihm zu langweilig und er schweifte in Gedanken ab. Dann schlich er sich ins Haus und traf auf sie. Es tut mir leid, murmelte er automatisch und senkte seinen Blick. Sie blieben eine Weile stehen und sagten nichts. Das Mädchen starrte ihn an. Schönes Kleid, sagte sie schließlich und berührte es. Es ist so weich. Er starrte. Es war das erste Mal, dass ein Mädchen ihn in einem Kleid seiner Mutter sah. Manchmal schlich er sich, wenn er genug von seiner Familie oder den Versammlungen hatte, in das Zimmer seiner Mutter und probierte ihre Kleider an. Das gab ihm ein gutes Gefühl. Seine Mutter wusste davon, sagte aber nie ein Wort. Seine Freunde wussten es jedoch nicht und jetzt hatte das Mädchen ihn erwischt. Was zum Teufel machte sie im Zimmer seiner Mutter? Der Junge wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Das Mädchen sah ihn an und spürte sein Unbehagen. Keine Sorge, ich werde es niemandem erzählen, sagte sie freundlich. Ich trage manchmal Hosen. Die sind viel praktischer, wenn man auf Bäume klettert, versuchte sie, ihn aufzumuntern. Das ist nicht dasselbe, antwortete er nach einer gefühlten Ewigkeit, hob den Blick und sah ihr langsam in die Augen. Vielleicht für die anderen, aber für mich macht das keinen Unterschied, erwiderte sie. Wen kümmert das? Alle halten mich sowieso schon für seltsam. Da kann ich auch gleich eine Hose tragen. Sie streckte ihm die Zunge heraus und lachte. Ihr Lachen war wunderschön und erwärmte sein Herz. Ich bin Mahala. Und wer bist du? Ich weiß, wer du bist. Ich bin Karan und ich sollte nicht mit dir reden. Und was machst du im Zimmer meiner Mutter? Das könnte ich dich auch fragen. Ich schaue mir all die vielen schönen Kleider im Zimmer an. Ich mag die Kleider deiner Mutter. Sie ist eine großartige Schneiderin. Ich bewundere ihre Kunst. Ich verstehe sehr gut, warum du ihre Kleider trägst. Sie sind einfach wunderschön. Besonders an dir. Sie schaute ihm direkt in die Augen. Wie schade, dass du ein Junge bist und keine Kleider tragen darfst. Karan mochte Mahala. Also fragte er sie, möchtest du eines der Kleider anprobieren? Jetzt erstarrte Mahala. Mit dieser Frage hatte sie nicht gerechnet. Ist das dein Ernst? Fragte sie misstrauisch. Sicher, sagte er und ging zu einem roten Kleid neben ihr. Er nahm es von der Stange und reichte es Mahala. Sie standen ganz nah beieinander und spürten beide ein warmes Gefühl. Mahala nahm das Kleid wortlos an, aber ein Blick genügte und Karan wusste, dass sie gerade Freunde geworden waren. Jedes Jahr wiederholten sie dieses Ritual. Natürlich wusste seine Mutter davon. Ich habe dich aus einem bestimmten Grund getroffen, sagte die Katze. Glaubst du an Schicksal? Ich schon. Nun, dann muss es wohl Schicksal sein, antwortete er und lächelte. Die Katze erzählte ihm daraufhin all ihre Gedanken und Kummer der letzten Woche. Sie redete wie ein Wasserfall, doch er hörte geduldig zu. Hier und da ließ er auch eine Bemerkung oder einen Ratschlag fallen und das Kätzchen war zufrieden. Er war jemand, mit dem sie leicht reden konnte, auch wenn sie auf ihrer bisherigen Reise in Spanien sehr schüchtern und introvertiert war. Bis jetzt. Irgendwie hatte er sie geknackt. Oder war es der Herzschmerz, den sie gerade durchmachte? Brauchte sie gerade einfach jemanden zum Reden? Vielleicht war es das Bier. Es spielte keine Rolle. Sie redete und er hörte zu. Er redete und sie hörte zu. Sie verstanden sich, wenn sie schwiegen, und das mochte sie. Sie dachte wie so oft, das Universum sorgt für mich. Danke. Sie glaubte wirklich, dass das Universum, Gott oder wie auch immer man eine höhere Macht nennen mag, einen Engel schickt. Er war einer davon. Er war die Person, die sie genau zu diesem Zeitpunkt in dieser Stadt treffen musste, um zu wachsen, loszulassen und weiterzumachen.
Ich gehe morgen Abend zu meiner ersten Flamenco-Show, sagte sie ihm. Wo wirst du sie dir ansehen? In Casa de la Memoria. Dort habe ich früher auch getanzt. Es ist ein wunderschöner Ort. Jedes Jahr trafen sie sich im Zimmer seiner Mutter und probierten die neuen Kleider an, die sie genäht hatte. Beide liebten die Stoffe und wie sie sich auf der Haut anfühlten, wie sich das Kleid beim Tanzen bewegte und die Farben. Mahala mochte besonders die Farben. Kavan holte ihm Kleider am Rücken tanzen, weil er das Gefühl hatte, dass er damit seine Gefühle besser ausdrücken konnte. Er tanzte Flamenco, seit er 6 Jahre alt war und hatte seitdem nie damit aufgehört. Das Tanzen machte ihn zu einem selbstbewussten jungen Mann und so beschloss er eines Tages, an einem Tanzwettbewerb teilzunehmen. Das war der Beginn seiner erfolgreichen Karriere, denn durch den Wettbewerb lernte er Manuel kennen. Manuel war ein Tänzer, der statt zwei Finger seine ganze Hand zum Tanzen benutzte und dessen Vater ihn ablehnte, weil er kein Stierkämpfer geworden war. Manuel war der Engel, den das Universum für Kavan schickte. Mit ihm konnte er in Kleidern und Röcken tanzen. Die Frustration und die Angst, mich nicht frei zeigen zu können, trieben mich an, vertraute Manuel ihm an. Er lernte zunächst die traditionelle Rolle des männlichen Tänzers. Und erst später, als er bereits Anerkennung genoss, begann seine Verwandlung. Einige Jahre später trat er zum ersten Mal in einem langen Rock und Schal auf. Einige in der Flamenco-Welt waren entsetzt, sagte Manuel. Aber er hielt auch viel Lob und die großen Flamenco-Festivals luden ihn ein. Mahala freute sich für Kavan. Endlich hatte er eine Tanzgruppe gefunden, in der er sich voll und ganz entfalten konnte. Sie war so glücklich darüber, dass sie seine Managerin wurde. Sie waren ein gutes Team und beste Freunde. Und doch fragte sich Mahala manchmal, was ihr Talent, ihre Leidenschaft war. Sie koordinierte Kavans Termine und half ihm. Das konnte doch jeder, oder? Die meiste Zeit war sie glücklich mit ihrer Arbeit und sie liebte Kavan. Aber das war nicht genug. Deshalb beschloss sie, ihren eigenen Weg zu gehen. Und verließ ihn. Doch das war nicht das Ende ihrer Geschichte. Viele Jahre später, in einem anderen Leben, trafen sie sich wieder. In Form der reisenden Katze und Geschichtenerzählerin und dem Flamenco-Tänzer namens Flamingo. Er tanzte schon seit Anbeginn der Zeit und trug dabei immer schwarze Kleidung, um sein pinkes Gefieder zu verbergen, bis er es nicht mehr musste. Manche kennen ihre Bestimmung schon immer. Andere müssen erst viele Leben leben, um es herauszufinden. Olé! Olé!